Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Café Zero The Sleeping Beast. Ja, es ist ein Otome-Game. Ich muss wieder vorlesen. Nur hier in dem Game gibt es auch eine Sprachausgabe, allerdings ist die auf Japanisch. Ich habe mir überlegt, ich lasse sie mal drinne. Weil von diesen, also diese Games haben nicht alle halt eine Sprachausgabe und ich finde es sehr schön, dass man halt auch diese japanische Sprache auch mal hört. Ich lese natürlich trotzdem das Gesprochene vor. Okay, starten wir. Achso, wir müssen unseren Namen eingeben. Ja. Die heißen natürlich Saya. Ist ja auch ist passend, ist auch ein japanischer Name. ja. Hübsches Mädchen. Dewa, oyasumi nasai mase. Erstmal, wow, ich bin ja ein riesiger Fan von solchen Intros, also sehr schön. Achso, ne. Ich sehe nur Dunkelheit und das seltsame Gebäude vor mir. Träume ich noch? Ich schließe meine Augen nochmal. Es ist nicht leicht, in die Realität zurückzukehren. Andere Leute betreten das Gebäude. Aber in dieser Dunkelheit fühle ich mich nicht unwohl. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Plötzlich öffnet sich die Tür und ein junger Mann um die 20 taucht auf. Hoi. Hey. Watashi no koto deshou ka? Reden Sie mit mir? Hoka ni dare ga iru? Itsu made mataseru tsumori da? Es ist ja sonst niemand hier. Wie lange wollen Sie mich noch warten lassen? Watashi wa anata to machiawase demo shite imashita ka? Bin ich mit Ihnen verabredet? Er sollte freundlicher zu mir sein, wenn das hier ein Traum ist. Tonikaku haide. Kommen Sie rein. Er packt meine Hand und zieht mich grob herein. Suki na seki ni douzo. Setzen Sie sich hin, wo Sie wollen. Was für ein unhöflicher Mann.
Hier drin sind viele Leute. Ist das hier ein Café? Nö, stand sehr groß oben dran, aber na egal. Aber es ist definitiv kein normales Café. Alle außer mir tragen ungewöhnliche Klamotten. Aber für sie bin ich vielleicht diejenige, die ein seltsames Outfit trägt. Ich setze mich auf den Stuhl neben mir. Dieser Traum kommt mir länger als normal vor. Ich hoffe, ich verschlafe deswegen nicht. Wie können Sie so gelassen dreinblicken? Der gruselige Mann kehrt zurück. Oh. Er bringt mir ein Getränk. Sind Sie jemand, der hier arbeitet? Das hätten Sie gleich erkennen sollen, meine Dame. Wie hätte ich bei seinem Aussehen zu dieser Schlussfolgerung kommen sollen? Die Damen, die hierher kommen, machen immer Ärger. Tut mir leid, aber haben Sie mich mit meine Dame gemeint? Machen Sie Scherze? Ich bin niemand, den man mit meine Dame anspricht. Ich glaube, ich werde in ein paar Minuten aufwachen, also warten Sie bitte einen Moment. Aufwachen? Das ist also ein Traum für Sie? Er seufzt, als würde ihm etwas klar werden. Ist das kein Traum? Nein, es ist keiner. Das ist real, meine Dame. Real? Bin ich im Schlaf irgendwo hingegangen? Sie verstehen diese Situation nicht, meine Dame. Würden Sie bitte aufhören, mich meine Dame zu nennen? Ich bin bloß ein Hausmädchen und wenn Sie mich so nennen, ist es ein wenig... Meido-sama? Hausdame? Des. Namae de yonde itadakemasu ka? Nannara, omae ya kimi demo kamaimasen. Saya, würden Sie mich bitte bei meinem Namen nennen? Oder mich einfach duzen? Kawatteru na. Es ist wirklich äußerst seltsam, weil im Japan spricht man eigentlich kaum jemanden bei seinem Vornamen an. Also das machen nur eigentlich wirklich, ich glaube, verheiratete Leute, selbst Paare, die frisch zusammen sind und gerade zum Beispiel zur Schulzeit, sprechen sich auch nicht mit dem Vornamen an. Beste Freundinnen schon, das passiert öfter, aber eigentlich spricht man sich immer mit dem Nachnamen an. Und wenn ein Mädchen zu einem Jungen sagt, du kannst mich bei meinem Vornamen ansprechen, dann ist das für den schon so, oh. Okay, du bist seltsam. Wie auch immer, in welchem Teil der Stadt befinde ich mich? Wie weit bin ich im Schlaf gelaufen? Du kannst die Gefahr nicht erkennen, oder? Ich mache jetzt so hm oder Seufzgeräusche, spreche ich jetzt nicht nach, weil dafür habe ich ja die Sprachausgabe, ne? Bin ich an einem gefährlichen Ort? Besser gesagt, die Gefahr ist gerade vorüber. Also, ist dieser Ort sicher? Schlimmer als der Tod kann es nicht sein. In der Tat, wenn ich tot bin, könnte ich keine... Angst haben? Das stimmt. Du bist gestorben und in dieses Café Zero gekommen.
俺の名はノワール。君の担当のウェイターとして、君にその死を認めさせなければならない。Ich bin Leur. Ich sag nur ihr. Ich bin nur ihr. Als dein Kellner ist es meine Pflicht, dich dazu zu bringen, deinen Tod zu akzeptieren. Bin ich wirklich tot? Es scheint, als wäre ich zu weit gelaufen und bin in dieser Welt gelandet. So da. Dakara hayaku sore wo mitomete, koko kara tachisari. Ja, akzeptiere es schnell und verschwinde von ihr. Wakarimashita. Watashi wa shinda no desu ne. Mitomemasu. Sore de. Verstanden. Ich bin also tot. Ich akzeptiere es. Und jetzt? Kimi wa hontou ni shinda to mitomeru no ka? Du akzeptierst also, dass du tot bist? Hai. Kurushiku arimasen deshita shi. Manzoku na shi deshita. Die macht sich sehr einfach. Ja, ich spüre keinen Schmerz. Es ist ein zufriedenstellender Tod. Mann, du machst ganz schön Ärger. Noir-sama. Herr No... Ihr? Oder Noer? Heißt das vielleicht er? Noer? Ich sag nur er. Nur er passt besser. Tonikaku, kono kohi wo nome. Trink einfach den Kaffee. Er schüttet mir plötzlich das Getränk in den Mund. Der bittere Kaffee fließt sofort durch meine Kehle. Tag 1. いるのですか? Saya, bist du da? え? Saya? 少々お待ちください. Einen Moment, Sir. 具合が悪いのですか? Fühlst du dich nicht wohl? Barclay-sama, なぜあなたが? Herr Barclay, aber warum? Gesundheit? Herr Barclay ist derjenige, der mir vor einer Woche diesen Job gegeben hat. Aber er sollte doch jetzt im Ruhestand sein. まだ寝ぼけてるのですか? 昨日村であなたに声をかけてここに連れてきたばかりなのですが。 Schläfst du etwa noch? Gestern habe ich dich in der Stadt gefunden und dich hergebracht. Gestern? すぐに支度してください。 Mach dich fertig. わかりました。 Verstanden. Aber gestern? Um was war das für ein Café? Ich verstehe, das, was ich gesehen habe, war nur ein Traum. Es ist das erste Mal, dass ich solch einen langen, verwirrenden Traum hatte. ごちそうさま. Danke für das Essen. いかがでしたか? Wie schmeckt es, junger Herr? 悪くなかった. Nicht schlecht. 僕は美味しかったよ. これは昨日入ってきた新しいメイドが作ったのかな? Ich finde es gut. Hat es das neue Hausmädchen, das gestern gekommen ist, gemacht? さようでございます. In der Tat. ねえ、紹介してよ. これから4人暮らしになるんだし. Stell sie uns vor. Immerhin werden wir jetzt zusammen hier leben. 入りなさい. Komm herein. Und stellt sie sich erstmal vor, verbeugt sich wahrscheinlich noch. Oh, einmal fröhlich, einmal düster. Dunkelhaariger Junge, düster. Hä? Kimi ga koko no atarashii meido? Namae wa? Blonder Junge, fröhlich. Du bist das neue Hausmädchen? Wie heißt du? Beide sehen mich verwirrt an. Green to moushimasu. Ethan-sama, Nathan-sama. Mein Name ist Saya Green, Herr Ethan, Herr Nathan. Das ist geil, Ethan und Nathan. den blonden Jungen ansehen oder den dunkelhaarigen Jungen ansehen? Der dunkelhaarige. Woher kennst du unseren Namen? Ich habe sie ihr gesagt, junger Herr. So.
ich verstehe. Warum lese ich das nochmal für euch vor, auch wenn es die Sprachausgabe gibt? Na gut, einfach, um es euch einfacher zu machen, jetzt nicht wegen dem Japanisch oder sowas, sondern dann müsst ihr das nicht alle erstmal selber lesen, weil der eine liest ja langsamer, der andere liest schneller und ich kann nicht abschätzen, wie lange ich halt irgendeine Stelle eingeblendet lassen soll, weil ich bin zum Beispiel ein Schnellleser. Außerdem wüsste ich sonst nicht, was ich erzählen sollte, weil da würde dann ja die ganze Zeit gelabert werden in dem Game und dann würdet ihr kaum was von mir hören und das macht ja gar keinen Sinn. Und ganz die Sprachausgabe rausnehmen möchte ich halt, wie gesagt, auch nicht, weil ich es schön finde, mal so ein Game zu haben, wo man wirklich eine tolle Sprachausgabe hat und dann auch noch in Japanisch. Also ich finde es schön, ich schätze sowas sehr. Okay, weiter. Ich verstehe. Dieser unfreundliche Junge ist Herr Nathan Ashford. Ich wollte Asch. Scheiße, Entschuldigung. Er ist ein bisschen naiv, aber kein schlechter Herr. Yoroshikune. Kimi no yōna wakai onno no ko ga Ashford-ke no meido inaru nante bikkuri da yo. Nett, dich kennenzulernen, Saya. Ich bin überrascht, dass ein so junges Mädchen wie du Hausmädchen der Ashfords wird. Dieser fröhliche Junge ist Herr Ethan Ashford. Er war immer nett zu mir. Aber es war nur ein Traum. Hm? Sie sind Zwillinge, aber sehen total unterschiedlich aus. Nishitemo, nanka iwakan ga aru ne. Chotto kami o oroshite minai? Etwas kommt mir seltsam vor, Saya. Warum trägst du deine Haare nicht offen? Dasselbe hat er auch beim letzten Mal gesagt. Shikashi, Ethan-sama, sore dewa souji no samatage ni narimasu. Und es stört wie Sau. Aber Herr Ethan, es wird Sie beim Putzen stören. Dame? Ist das so? Ose no mama ni. Wie Sie wünschen, Sir. Ich beschließe, meine Haare zu öffnen. Ist das okay? Mm-hmm. Kocchi no hou ga zettai ii. Gut, das steht dir besser. Ne, kono hiroi yashiki no sewa nante taihen daro? Übrigens, Saya, ist es nicht ein bisschen schwierig für dich, diese große Villa sauber zu halten? Go shinpai naku. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, junger Herr. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, zumindest in meinem Traum. Achso, sie sagt jetzt nicht, sie denkt, Oh, Wuffy, oh ja, fein. Plötzlich kommt ein großer, schwarzer Hund in den Raum. Dieser Hund, ich erinnere mich nicht, ihn in meinem Traum gesehen zu haben. Der schwarze Hund sieht aus wie ein Wolf. Er hat schöne Augen und ein schönes Fell und irgendetwas an ihm wirkt auf mich, als wäre er nicht aus dieser Welt. Oide, Noir. Aha, komm her. Noir. Noir? Ich erinnere mich sofort an diesen gruseligen Kellner. Er ist echt groß, hast du keine Angst? Betsuni. Nein. Entschuldigen Sie mich, soll ich auch Essen für den Hund vorbereiten? Er sieht mich böse an. Habe ich etwas Falsches gemacht? Nicht nötig. Ein Hausmädchen wie du sollte nicht so frei heraus mit mir reden. Es tut mir sehr leid. Vielleicht ist es nur meine Einbildung, aber Herr Nathan scheint mich schlechter zu behandeln als vorher. Nun dann, bitte lass mich wissen, wenn du mit dem Essen fertig bist. Kaschikomarimashita. Ja, Sir. Trotzdem, der Name des Hundes. Ist es nur ein Zufall? Ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Das ist das Zimmer des verstorbenen Herrn. Die Zimmer von Herrn Ethan und Herrn Nathan sind auf dieser Seite.
Es ist alles genauso wie vorher. Oh Gott. Ich kann ein Kind draußen vor dem Fenster hören. Es scheint, als hätte sich das Dorfkind wieder reingeschlichen. Er bereitet uns immer Probleme. Das würde auch das Lachen erklären. Vielleicht verwechselt er diese Villa mit einem Spukhaus. Ich habe es einfach so dahingesagt, aber... Warum denkst du das? Seine Frage klang ernst. Verzeihung, Sir. Ist schon gut, sag mir, was du denkst. Ich meine, als ich dieses Haus zum ersten Mal gesehen habe, sah es irgendwie... Eine prächtige Villa in solch einem kleinen Dorf ist ziemlich ungewöhnlich. Aber es ist nicht nur das, dieser Ort ist... Es sieht aus, als würde hier niemand leben. Wolltest du das damit sagen? Ja. Aber trotzdem bist du mir gefolgt und hast eingewilligt, hier als Hausmädchen zu arbeiten. Willst du etwa sagen, dass du es bereust? Japanischkurs, hi, ich glaube, fast jeder heißt ja. Ihr heißt wirklich nein. Deska sagt man immer, wenn man also nach einer Frage hier, wie geht's dir, geht's dir gut und sowas alles. Gominasai war, glaube ich, Entschuldigung. Arigato, danke. Ich glaube, Arigato Gosaimas oder so. Arigato auf jeden Fall, danke. Ja, und dann Sayonara, tschüss. Okay, so. Kumbonwa heißt zum Beispiel Guten Abend. Das weiß ich auch noch. Okay. Nein, ich bin sehr dankbar, dass Sie mir diesen Job gegeben haben. Ich freue mich, dass ich etwas für dich tun konnte. Er lächelt und die Nervosität von eben verfliegt, als wäre sie bloß Einbildung gewesen. Was war das wirklich? Sate. Nun dann, ich glaube, ich habe dir alles erklärt. Hast du Fragen? Ja, und Ino heißt Hund? Ich weiß gar nicht, was Katze heißt. Dieser Hund, hat Herr Nathan ihn schon lange, Sir? いつからかは私もよく覚えていませんが、犬は苦手ですか? Ja, ich erinnere mich selbst nicht seit wann, aber kommst du nicht gut mit Hunden aus? So ist es nicht. Ich bin nur ein wenig überrascht. それはよかった。これから外出する用事があるので、イータン様と私の分の昼食はいりません。ナータン様の分だけ図書室に運んでください。 Gut, ich habe draußen etwas zu tun, also musst du für Herrn Ethan und mich kein Mittagessen vorbereiten. Bring Herrn Nathan Mittagessen in die Bibliothek. Bibliothek, Entschuldigung. かしこまりました. Verstanden. 何か? Stimmt etwas nicht, Sir? いや、思った以上にあなたがこの仕事に慣れているようで驚きました. Doch, du scheinst nur viel vertrauter mit dem Job zu sein, als ich gedacht hätte. Ich bin überrascht. Vielleicht kommt das daher, dass ich eine Woche lang in meinem Traum als Hausmädchen gearbeitet habe. Kümmere dich um Herrn Nathan. Bitte seien Sie vorsichtig. Ich kläre besser erst ein paar Dinge, bevor ich mit meinem Job beginne. Es scheint, als wäre heute der erste Tag, an dem ich als Hausmädchen arbeite. Zu diesem Entschluss komme ich, nachdem ich meine Sachen angesehen und den Essensvorrat in der Küche überprüft habe. Solch einen langen Traum zu haben, verwirrt mich wirklich in vielerlei Hinsicht. Ich hole den Brief meiner Tante aus meinen Sachen.
Absenderadresse ist verblasst, aber das war eigentlich der Grund, warum ich hergekommen bin. Sie ist die einzige Verwandte, die ich noch habe, nachdem meine Mutter an einer Krankheit gestorben ist. Sie sollte irgendwo in diesem Dorf sein, aber werde ich sie finden können, nachdem wir 15 Jahre lang keinen Kontakt hatten? Tante Sophie, warum bist du in dieses... Oh, wir haben einen Hinweis gekriegt. Tante Sophie, warum bist du in dieses Dorf gekommen? Was kann ich jetzt was mit dem Hinweis anfangen? Ich für meinen Teil bin hergekommen, weil ich nirgendwo sonst hin konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, wenn ich Herrn Barclay gestern nicht getroffen hätte. Ich hatte sehr großes Glück. Der schwarze Hund kommt herein. Wie kann er die Tür aufmachen? Ey, ganz ehrlich, das kann meiner auch. Und was hat er in seinem Mund? Es sieht aus wie ein Brief. Ist das eine Nachricht für mich? Ich nehme ihm den Brief ab und öffne ihn. Ich brauche kein Mittagessen, störe mich bis heute Abend nicht. Nathan. Danke für deine harte Arbeit. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir vor, als hätte der gruselige Kellner gerade gesagt, was für ein Ärgernis. Sag das nicht, das ist auch einer deiner wichtigen Jobs. Ich verstehe deine Sprache nicht, aber wenn ich mir jemanden vorstelle, den ich kenne, kommt es mir vor, als verstünde ich, was du sagst. Ich korrigiere das mal ein bisschen. Ach, er hat die Tür wieder zugemacht. Es kommt mir vor, als würde er sagen, wie dumm. Ich sollte anfangen, das Haus sauber zu machen. Ja. Danke, Saya. Du kannst wirklich gut kochen. Ich bin froh, dass es Ihnen schmeckt. Wie war dein erster Tag? Hattest du irgendwelche Probleme? Herr Ethan spricht viel, wie üblich. Ich bin nicht gut darin, mit solchen Leuten klarzukommen. Ich auch nicht. Herr Nathan blickt finster drein und hat nur die Hälfte aufgegessen. Vielleicht schmeckt es ihm nicht, aber wenn ich ihn frage, schimpft er vielleicht wieder. Nathan, warum hast du nicht aufgegessen? Es ist köstlich. Das ist meine Sache und geht dich nichts an. Sag mir nicht, dass du den Hund damit füttern willst. Werde ich nicht. Er sagt nichts mehr und verlässt den Speisesaal. Tut mir leid, er ist keine schlechte Person, nur ein bisschen schüchtern bei neuen Leuten. Ist schon in Ordnung. Entschuldige mich, ich freue mich morgen auf dein Essen, Saya. Ich krieg gerade wieder voll Bock, Manga zu lesen, ey. Oh ja. Ich treffe zufällig auf ihn, als ich auf den Weg in mein Zimmer bin. Was war das denn gerade für eine Betonung? Ich treffe zufällig auf ihn. Hä? Hört sich irgendwie komisch an. Ich treffe zufällig auf ihn, als ich auf dem Weg in mein Zimmer bin, nachdem ich den Tisch abgewischt habe. Wie war es heute? Kannst du hier weiterarbeiten? Kein Problem, Sir. Wie ich gesagt habe, ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich bin erleichtert, das zu hören. Was soll ich morgen machen, Sir? Es wird nicht viel anders sein als heute. Wenn du siehst, dass wir etwas brauchen, mach bitte eine Liste und ich kaufe die Sachen ein.
バークレー様がですか？そんな申し訳ないこと。Sie kaufen sie einzeln? Ich würde mich schlecht fühlen, sie darum zu bitten. ここに住んでいるのは4人しかいないですからね。作業分担しないと仕事が終わらないでしょう。Wir sind nur zu viert hier. Wenn wir die Arbeit nicht aufteilen, bekommen wir nichts erledigt. Ah, da fällt mir noch ein Wort ein. Hime ist Prinzessin. Ich glaube, Yume heißt Traum. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und Yuki heißt ja Schnee. Und ich glaube, Yukina heißt Schneien. Ja, ich glaube. Sie wollen keinen weiteren Hausmädchen einstellen? Andere Hausmädchen? Plötzlich wird er blass. Herr Barclay? Tut mir leid, wir können nur ein Hausmädchen einstellen, aufgrund eines besonderen Umstands. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh no.